Eine Serie von Verbrechen hält eine Großstadt in Atem. Wie meinen, Milady? Seit Jahren terrorisiert diese Frau Spanse unsere Stadt, aber die Polizei hört und sieht nichts. Wer verbirgt sich unter dieser Maske? Frosch! Der Frosch mit der Maske! Ist es der mit allen Wassern gewaschene Joachim Fuchsberger? Der robuste Dieter Eppler? Der seriöse Jochen Brockmann? Der undurchsichtige Karl Lange? Oder der geheimnisvolle Fritz Rasp? Wird der Kommissar Siegfried Lobitz den Verbrecher zur Strecke bringen? Wird Eva Antes auch ein Opfer werden? Und was hat der Verbrecher mit Eva Pflug vor? Außerdem soll unser Mann eine geradezu geniale Fähigkeit haben, sich in alle möglichen Typen zu verwandeln. Wozu, Sir? Braucht er aber dann seine Froschmaske? Das möchte ich auch gerne wissen. Mit einem Wort, ich möchte Gehaltserhöhung, Herr Maitland. Raus! Vater! 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 Was hast du denn? Komm! Der Frosch war da! Fassen Sie mich nicht! Ich möchte Ihnen nur etwas sagen. Wenn ich mal etwas angefangen habe, dann bringe ich es auch zu Ende. Besonders, wenn es sich dabei um jemanden handelt, den ich sehr gerne mag. Ich bin eigens gekommen, um ein gutes Wort für ihn einzulegen. Reh ist ein so begabter Junge. Es ist bereits das dritte Mal, dass er aus seiner Stellung hinausgeflogen ist. In einem Jahr. Ihr Herr Vater ist eine interessante Persönlichkeit. Ist er immer so schweigsam? Ja, besonders wenn er von einer Reise zurückkommt. Ah ja, verreist er sehr oft? Oh, ab und zu mal ein, zwei Tage. Warum interessiert Sie das? Vielleicht sitzt hier in Scotland Yard ein Frosch. Ach, völlig unmöglich. Weiß man, was heutzutage alles möglich ist, Sir? Vielleicht führen wir beide ein Doppelleben, sind selber Frösche. Lolita. Was hast du denn? Sie sollen dich in Ruhe lassen. Mein Kleiner ist eifersüchtig. Ich eifersüchtig auf die Figuren? Überall. Sehen Sie hier. Aus hier! Aber Frosch, ich hab doch nur deinen Auftrag. Wie bei seinen Romanen ist es auch bei diesem Edgar Welles Film unmöglich, nicht gefesselt zu sein. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Na nun, quakt mal los, ihr Lieben. Das klingt so hübsch im Chor. Ich wüsste nämlich für mein Leben gern... Ja, wir wüssten es auch gern, wer der Frosch mit der Maske ist. Beteiligen Sie sich an der aufregenden Jagd und Sie werden auf Ihre Kosten kommen.